Ja, hallo YouTube, herzlich willkommen am Sonntagabend zum Spezial von Oliver Twist. Wir waren ja in Odense und haben uns das Ganze mal dort ein bisschen angeschaut. Und auch ich habe meine Kamera natürlich mitgenommen. Und ja, also es war ja von vornherein so, also ich habe mit denen ja gesprochen von Oliver Twist und die hatten ja gesagt, ja, klar, kannst du dir alles gerne mal angucken und so. Auch super nett von denen. Man hat aber gesagt, okay, mit Film in der Fabrik ist natürlich ein bisschen schwierig, weil die haben da wirklich auch besondere Maschinen, die ich auch nachher nochmal ein bisschen näher erläutern werde, die natürlich ein bisschen speziell sind. Und da haben die natürlich in Dänemark so ein bisschen Angst vor, dass man sich das abguckt und das dann halt nachmacht, was dann auch natürlich verständlich ist. Nichtsdestotrotz, ich habe natürlich die Kamera mitgenommen, habe auch am Anfang ein bisschen gefilmt und habe auch noch ganz kurz gefilmt, wie wir vor Oliver Twist sind. Da hatte ich auch noch ein bisschen was gesagt, nur leider habe ich natürlich, ist der Super-GAU passiert. Ich zeige euch das gleich nochmal, ihr könnt es dann gleich selber noch sehen, aber ich war wohl beim Film so aufgeregt, dass ich dann aus Versehen während des Films, wo ich vor Oliver Twist stand, auf den Ausknopf gedrückt habe und das ganze Video dann natürlich nicht da ist und ich Vollhorst natürlich auch nicht geguckt habe, ob es dann auch wirklich aufgenommen ist. Ja, weil ich denn natürlich, man steht davor und ist ein bisschen aufgeregt. Ich habe auch ein Foto davon gemacht, das habt ihr jetzt im Vorschaubild schon gesehen, wie das da genau aussieht. Das heißt, wir haben leider nicht so viel, bis gar kein Videomaterial, auch leider nicht davor. Gut, wie gesagt, Film war ja vorher sowieso schon nicht so eine große Geschichte, das hatte ich ja auch schon angekündigt. Aber dennoch möchte ich versuchen, euch ein bisschen was zu erklären über das Oliver Twist, weil das wirklich eine sehr interessante Firma ist und da werde ich euch jetzt mal meine Erlebnisse ein bisschen schildern. Jetzt kommt erstmal das Intro und dann geht das weiter. So, ihr seht auch hier bei mir hier im Zimmer, es ist alles ein bisschen auf Umzug eingerichtet. Deswegen haben wir jetzt auch eine andere Kameraperspektive, weil das Regal, wo die Kamera sonst immer draufsteht, das habe ich jetzt alles schon abgebaut. Und ich kann ja hier kurz nochmal einen Schwenk drüber machen. Also so sieht es hier im Moment aus. Wie gesagt, sehr chaotisch. Das heißt, bitte denkt euch da nichts bei. Das ist natürlich jetzt im Moment alles so ein bisschen aufregend. Und ja, deswegen ist das alles so ein bisschen durcheinander. Ja, wir waren in Odense. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erstmal an, das, was ich bis dahin auf jeden Fall gefilmt habe, inklusive den Fail, den ich da gemacht habe. Das heißt, man kann mich ganz kurz sehen vor Oliver Twist, wie ich anfange anzumoderieren. Und dann hört das Video leider auf, weil, wie gesagt, ich voll aus das nicht richtig aufgenommen habe. Und ich möchte mich an der Stelle wirklich bei euch entschuldigen. Ich weiß, es gibt bestimmt den einen oder anderen, der da wirklich drauf gespannt war. Auch bei der Firma Oliver Twist möchte ich mich eigentlich entschuldigen, weil das jetzt wirklich so ein bisschen echt im Chaos geendet ist. Aber gut, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erstmal an, das, was ich gefilmt habe. Und dann kommen wir ein bisschen über und ich erzähle euch ein bisschen was über die ganze Firma Oliver Twist. Also das heißt, macht euch ein Bier auf, wenn ihr Lust habt. Das Video wird natürlich ein bisschen länger und ich werde ein bisschen viel erzählen. Ich hoffe, das gefällt euch, trotz alledem. Und ich denke mal, wir werden vielleicht sicherlich auch in Zukunft noch ein bisschen mehr über Oliver Twist erfahren. Nichtsdestotrotz, vielleicht kriegen wir das ja auch nochmal hin, tatsächlich nochmal mit denen auch nochmal live zu sprechen. So, jetzt erstmal die Videos von der Fahrt. Genießt es. Bis gleich. So, liebe Freunde, jetzt geht's los. Wir fahren ja nach Odense heute. Und ich nehme natürlich die Kamera mit. Braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ey, sowas habe ich ja noch nie gemacht. Also, man merkt schon, ich zitter hier schon mit der Kamera. Nein, alles gut. Also, wir werden uns auf jeden Fall dort die Fabrik angucken. Ich werde ein bisschen was auf der Fahrt filmen und ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann auf der Fahrt wieder. Es gibt immer mal so kleine Ausschnitte, die ich euch dann präsentieren werde. Und dann gucken wir mal, ob wir das Interview dann auch hinkriegen. Na, ich hoffe mal. Und dann seid gespannt, denn jetzt geht es nämlich los, das Diverses Kanal Spezial. Unser Besuch bei Oliver Twist in Odense. So, liebe Leute, wir sind jetzt auf dem Weg nach Odense, so circa 40 bis 50 Kilometer vor Odense. Und jetzt fahren wir über diese coole Brücke rüber. Wir fahren nämlich jetzt auf die Insel Fyn, auf die Insel Fyn. Und da liegt Odense und da kommt der Kautabak her, liebe Freunde.
Das heißt, er fährt noch mal übers Meer. Ich schwenke hier mal ein bisschen. Jetzt ist hier ein bisschen beschlagen, weil ich schon so aufgeregt bin. Aber so sieht das alles aus hier. Also auch wenn ihr mal Urlaub macht, mal interessant für euch. Die Brücke ist echt schon bombastisch. Also dagegen ist die Fehmarnsundbrücke, wer die kennt, dann Scheißdreck gegen. Ja, und dann wollen wir gleich uns mal das anschauen, die Fabrik. Und dann wollen wir mal gucken, was da so abgeht. Also, bis gleich. Ja, hallo Leute. So, das waren die Videos von der Fahrt. Ich hoffe, die haben euch gefallen. Wie gesagt, ich konnte leider nicht so viel für. Das ist natürlich, man hat dann mal so eine Chance und fährt da auch mit und freut sich darauf und ist dann im Endeffekt so aufgeregt, dass natürlich alles, was schief gehen kann, natürlich schief geht. Aber ich muss auch dann sagen, also wie gesagt, Leute, ich bin wirklich kein Profi und es ist, sag ich mal, ich möchte lieber den Leuten authentisch und ehrlich sagen, okay, passt mal auf, so und so ist das mit dem Schnupfen und mit dem Kautabak. Wie gesagt, ich bin kein Experte und auch kein Filmprofi. Ich versuche das Beste aus so einer Kleinkamera rauszuholen. Da müsst ihr mich wirklich entschuldigen. Es ist alles noch nicht so professionell. Ich hatte eine bessere Kamera bestellt, die auch hier war. Und die hatte so ein doofes Bullseye und das fand ich, sah dann unglaublich doof aus. Und jetzt, weil jetzt hier der ganze Umzug mit dazu ist und so, habe ich dann natürlich mehr oder weniger nicht die Zeit jetzt so dafür, mich noch um eine neue Kamera zu kümmern. Deswegen möchte ich mich auch auf dem Wege nochmal bei euch entschuldigen. Ja, Oliver Twist, ich, wer das jetzt noch gar nicht kennt, also ich habe schon mehrere Videos reviewed. Wir haben auch schon also weit durchgängig alle gängigen Sorten auch schon durch. Also wir kümmern uns heute also quasi um diese kleinen Schachtelchen, wo denn der Kautabak drin ist. Das sind so kleine Tabakpastillen, die gerollt sind. Stellen die das her? Also, das ist eine sehr interessante Geschichte. Also, es war wirklich ganz, ganz nett. Ich wurde halt hier zu Hause dann auch abgeholt und bin dann mit einem dorthin gefahren. Mit dem habe ich mich auch ganz lange auf der Fahrt unterhalten und wir sind durchweg uns ein bisschen über das Thema unterhalten und haben uns so ein bisschen überhalten, was Oliver Twist eigentlich genau ist. Und bei Oliver Twist ist es so, Oliver Twist gibt es ja schon seit 1805. Also das heißt, eine sehr traditionsreiche Fabrik, die schon wirklich dann seit 210 Jahren auch diese Kautabak-Pastillen herstellt. Ne, das heißt, hier geht es wirklich noch um Tradition und ich hätte jetzt gedacht, als ich da hingefahren bin, ich habe mir immer so vorgestellt, naja gut, das sind ja doch schon, ich habe jetzt gedacht, das ist so eine bombastisch riesengroße Fabrik mit mehreren hundert Mitarbeitern, aber nein, also das ist wirklich, so wie ihr das vielleicht kurz auf dem Video auch sehen konntet, es ist wirklich gar nicht mal so eine unglaublich große Firma, also ich würde jetzt mal sagen, so eine ein bisschen kleinere, so wie so eine kleinere Fleischerei von der Größe her, würde ich das jetzt mal fast identisch setzen. Und es gibt da ungefähr so 15 bis 20 Mitarbeiter, also gar nicht so viele. Und das finde ich gut. Also man kann eigentlich gar nicht Fabrik sagen. Ich würde jetzt mal eher das Wort Manufaktur in den Mund nehmen, weil dort wirklich noch nach der Handarbeit auch wirklich noch gearbeitet wird, was mich doch durchweg sehr überrascht hat. Aber fangen wir von vorne an. Ich kam dort an und ich wurde auch ganz nett begrüßt und dann ging ich gleich in die Produktion und dann gibt es da auch so einen kleinen Hygienebereich. Das heißt, man muss sich auch wirklich dann so ein Haarnetz aufsetzen, das hatte ich dann auf und so einen Kittel über, ne, sodass man auch wirklich keinen Schmutz von außen mit reinbringt oder halt, ne, also das ist wirklich sehr auch groß auf die Hygiene dort geachtet, was ich jetzt gar nicht so gedacht habe, weil ich habe nämlich vor längerer Zeit, bevor ich meinen jetzigen Job habe, habe ich mal in einer Eisstielfabrik gearbeitet und da war die Hygiene jetzt gar nicht so groß geschrieben, aber in Ordnung. Das ist bei Oliver Twist anders, also dort sind auf jeden Fall sind auch wirklich Hygienevorschriften, das hätte ich jetzt so gar nicht erwartet, aber ich finde es dennoch gut, da auch das Produkt man sich ja letztendlich ja auch in den Mund steckt und da kann ich wirklich sagen, also da wird wirklich auf Hygiene geachtet und da könnt ihr wirklich sicher sein, dass das wirklich dann auch ein sauberes Produkt ist. Ja, dann kam ich wie gesagt in diese Produktion rein, wir hatten uns dann haben sie mir erstmal den Rohtabak gezeigt. Sie haben mir auch tatsächlich ein kleines Stück von diesem Rohtabak mitgegeben. Das ist Burley-Tabak aus Amerika oder halt aus Tabakanbaugebieten von überall her aus der ganzen Welt. Wir schauen uns das am besten einmal von nahe an, wie wir das nämlich sonst auch machen. Und zwar ist das wirklich, es sieht eigentlich im ersten Moment aus wie so ein getrocknetes Laubblatt. Es ist ja eigentlich auch ein getrocknetes Blatt.
Und das sind so eine großen Stränge, wo die dann zusammengemacht sind. Und man sieht jetzt hier, naja, hier könnte ich jetzt eher nicht so Tabak rausrollen, sehr brüchig das Ganze. Und nachdem dieser Tabak wird dann extra einmal ein bisschen befeuchtet, sodass er dann auch wirklich ein bisschen dehnbarer ist. Na, das heißt, dass man den dann auch wirklich verarbeiten kann. Ich drehe mal wieder ganz kurz, sodass man diesen Tabak dann auch wirklich verarbeiten kann, wenn man den so ein bisschen nass macht. Und sodass das dann auch, also dass er auch ein bisschen gummiartiger wird. Ne? Also wenn ihr jetzt mal Oliver Twist hattet und ihr habt den mal zu Ende gekaut und das mal so auseinanderrollt, man sieht wirklich auch tatsächlich so ein Tabakblatt da drin, was aber eine andere Konsistenz hat jetzt hier als dieses trockene Tabakblatt. Riecht übrigens sehr angenehm von der Aromatisierung eigentlich auch schon her. Ein bisschen räucherig, also ganz, ganz tolle Tabakqualität. Bei denen ist es natürlich auch so, die prüfen vorher, oh Gott, ist der Tabak gut oder ist er schlecht? Das wird natürlich vorher auch getestet, bevor man ihn kauft und dann auch nochmal, wenn er in der Fabrik ankommt. Ja, dann kommen wir zum nächsten Schritt. Fand ich sehr interessant. Die haben dann den Tabak befeuchtet, erstmal, bevor das überhaupt ans Rollen geht. Und zwar machen die das so, dass sie wirklich in so einem großen Metallbehälter. Das hat einen so ein bisschen an eine Schlachterei erinnert, muss ich jetzt mal ehrlich sagen, also ich soll jetzt natürlich nicht abwertend klingen, aber es hat sich so ein bisschen an so eine kleine Schlachterei erinnert, wo so eine Metallbehälter sind, wo sonst eigentlich so Hackfleisch drin ist, sag ich mal. Natürlich war das jetzt nicht da drin, dort waren halt diese Tabakdinger, also die sind ja richtige Bündel sind das ja, die dann dort so drin waren. Und dann hat ein Arbeiter dort Wasser reingekippt und ich fragte dann noch, Mensch, ist das denn jetzt nur Wasser oder ist da noch was drin? Ja, es sind dort, Ascorbinsäure ist noch drin. Also ein bisschen, ich komme jetzt auf das Wort nicht. Also Ascorbinsäure ist drin, Konservierungsstoff, so. Da ist natürlich Konservierungsstoff dann ein bisschen drin, was aber jetzt gar nicht so schlimm ist, weil das ein natürlicher Konservierungsstoff ist. Ja, dann, wenn diese Tabakblätter feucht sind, lässt man sie, haben sie mir auch gezeigt, die sind dann wirklich so ein bisschen richtig schön dehnbar. Man kann sie wirklich ganz, ganz toll auseinander machen. Jetzt gar nicht so wie hier. Und das kann man jetzt hier leider gar nicht so ganz genau sehen. Doch, hier kann man das sehen. Also hier ist noch so ein Tabakstrunk drin. Das ist also quasi so ein Stamm, ne, wie man das auch vom Blatt kennt. So ein Tabakstrunk drin, der ist auch sehr fest. Den möchten die gar nicht haben. Das heißt, dort gibt es dann eine Maschine, wo man dann diese feuchten Blätter ausweitet. Und dann kommt sie auch auf ihre richtige Größe wieder zurück. Und dann wird in der Mitte, so habe ich das gesehen irgendwie, wird dann halt dieser Strunk rausgenommen, sodass man dann zwei Tabakhälften hat. Also zwei halbe Tabakblätter, ein halbes wird dann in zwei Teile gemacht. Und dann hat man quasi so zwei Tabakteile. Tabakblattteile und die gehen dann auch, die werden dann nochmals zusammen auf so eine Rolle aufgerollt. Sieht ganz interessant aus, da ist so ein Gewebeband dazwischen und dort werden diese Tabake dann wirklich richtig aufgerollt und dann haben die so große Rollen und das bringen sie dann zu den Drehern und es gibt verschiedene Dreher. Das ist wirklich, es gibt da zwei verschiedene Methoden, wie sie den Tabak dann drehen. Und zwar ist das eigentlich relativ interessant. Es gibt einmal eine maschinelle Lösung. Da muss man sich ungefähr vorstellen, da ist dann ein Arbeiter, der legt dann diese Tabakhälften nebeneinander. Ist jetzt auch so ein bisschen schwierig zu erklären. Also man legt die quasi nebeneinander und dann werden die in so einer Maschine dann so gerollt. Und dann auf so eine große Kabelrolle, würde ich das jetzt mal nennen. Das ist wirklich ganz, ganz dünn gerollter Kautabak, kennt man ja von Oliver Twist. Und das wird auf eine riesen Rolle gerollt. Und das sieht schon sehr beeindruckend aus, wenn man sich das wirklich mal angucken kann. Weil diese Maschine dann wirklich das von alleine rollt. Und das durch viele Rädchen geht das durch. Das sieht wirklich echt urig aus, diese Maschine. Und dadurch können sie diesen Tabak halt wirklich drehen. Dann gibt es noch die andere Variante. Dort haben wir dann Arbeiterinnen stehen, die das wirklich dann auch mit der Hand rollen. Und das, liebe Leute, ist wirklich höchst faszinierend. Da muss ich wirklich sagen, das hat mich wirklich überrascht, dass das auch so von dieser handwerklichen Kunst
Also das geht wirklich so ratzefatze. Die haben so ein Schieberbrett zwischen den Händen, so eine Platte, so eine Holzplatte, womit sie dann so drehen. Und mit der anderen Hand drehen sie auch. Also das kann ich gar nicht beschreiben, wie schnell die das auch machen. Die machen das wirklich schnell. Und ich hatte dann mal die Arbeiterin gefragt. Ich sagte dann auf Englisch so, how many years you must learn for it that you can. Also mein Englisch ist not good, hatte ich dann auch gleich gesagt. Also ich bin nicht so der Englischprofi. Aber ich hatte dann so ein bisschen mit Hand und Fuß so ein bisschen verständigt. Und sie sagte, ja, da braucht man denn tatsächlich auch... Also mindestens ein ganzes Jahr für. Und früher gab es tatsächlich auch diesen Beruf dieses Tabakdrehers. Und das war tatsächlich eine 4-jährige Ausbildung. Also man kann hier auch sehen, dass hier wirklich auch hinter dem Produkt, sage ich mal, Erfahrung steht. Und man, was mich dann wirklich auch sehr fasziniert hat, dass man da wirklich auch Jahre für braucht, um diese Technik zu erlernen. Also es ist wirklich so ähnlich, wenn ihr euch mal zum Beispiel Videos anguckt vom Zigarrenrollen. So ähnlich würde ich das beschreiben, nur dass sie es halt ganz, ganz dünn und klein rollen zu diesen langen Bändern und die dann auch auf dieser Kabelrolle aufgerollt werden. Es ist wirklich sehr, also wirklich beeindruckend, wie das so vonstatten geht. Also das ist wirklich eine ganz interessante Sache und die hat wirklich so mit der Hand und die Blätter dann wirklich, und das ging auch richtig schnell, also die haben wirklich dann so die Blätter hingelegt und dann wieder gerollt und noch ein Blatt hingelegt und wieder gerollt und ganz, ganz fein und eng, also total beeindruckend. Auf jeden Fall mal ein Tipp auch von mir, dass wenn ihr mal Zigarrenrollen seht, also so ähnlich wird Oliver Twist auch hergestellt. Naja, und dann hatten sie halt diese Kabelrollen und die werden dann nochmal extra gelagert, die aus der Maschine kommen, die brauchen nur so 1 bis 2 Wochen Lagerung. Und die Rollen, die von Hand gemacht sind, die benötigen dann 3 bis 4 Wochen. Was auch relativ interessant ist, dass es tatsächlich maschineller schneller trocknet als von der Handarbeit. Aber was bei Oliver Twist wirklich gut ist, und das muss ich auch sagen, so das Gefühl, also es ist durchweg eine Mischung aus maschineller Herstellung und wirklich ein Handwerk noch. Deswegen sage ich auch nicht Firma, sondern eher eine Kautabak-Manufaktur. Und also es ist wirklich noch so richtig schön mit Handarbeit auch hergestellt. Natürlich nicht alles, weil sie müssen ja auch eine gewisse Sache probieren, weil die Nachfrage ja doch bei Oliver Twist weltweit relativ groß ist, sodass sie dort das auch natürlich diese Produktion ja auch irgendwo gewährleisten müssen. Ja, dann, wenn diese Kabelrollen fertig getrocknet sind, gibt es auch verschiedene Verfahren, wie das denn jetzt mit einer Soße vermengt wird, damit das den wirklich richtigen Geschmack kriegt. Und das war auch toll, das war so ein richtig ganzer Raum. Natürlich kann ich leider nicht von den Geheimrezepten erzählen. Das würde ich natürlich gerne, aber das haben sie mir natürlich nicht gezeigt. Ist ja natürlich auch verständlich. Würde ich natürlich auch nicht wollen, aber was wirklich interessant ist, so, das riecht wirklich wie in so einem, wenn ihr in so einen Bonbonladen reingeht. Oder auf dem Weihnachtsmarkt, wenn ihr den kennt, und dann gibt es die Salmiak-Lollis. Also so roch das wirklich dort drin. Also ein richtig schöner Lakritzgeruch, weil bei Oliver Twist ist das ja so, Lakritz geht da, es geht ja fast nicht ohne Lakritz dort. Achso, das habe ich beim Drehen auch noch vergessen. Also wenn diese Blätter dann gedreht werden, tropfelt auch so ein bisschen Lakritz drauf. Und das ist sozusagen der Klebstoff, der dieses dann auch zusammenhält. Na, also die werden dann gerollt und dann mit ein bisschen Lakritz. Und dort wird dann halt auch als Klebstoff genommen. Ja, und dann in der Soussierung gibt es dann halt, wie gesagt, 2 Verfahren. Es gibt für das Originale ein richtiges Verfahren. Das ist noch ein anderes Verfahren für den Oliver Twist Original, als jetzt, ich zeige das mal einmal, also für diesen hier, als jetzt für die anderen. Die anderen, also der Original wird dann in so einer großen Waschmaschine, würde ich jetzt mal sagen, da wird das halt mit der Soße dann vermengt und das dreht dann mehrere Stunden dann wirklich da drin, sodass das dann auch wirklich optimal die Soße aufnehmen kann. Und bei den anderen, die ja auch, zum Beispiel könnt ihr es auch ganz gut merken, wenn ihr den Original habt und den mal ein bisschen offen lasst, dann werden diese Tabakpellets ein bisschen hart und klötern dann. Ne, das hört sich dann so an. Ne? Und denn beim anderen Verfahren wird das dann über Vakuum in die Tabakkastelle reingemacht
Und da sind die dann ein bisschen weicher. Ne? Das heißt, sie sind dann, hören sich dann ungefähr, wenn sie ein bisschen älter sind, so an. Ja. Ja, dann wird das halt die Serie. Und wie gesagt, wir waren dann in dieser Soßenabteilung, sag ich mal. Und die haben wirklich so riesengroße Lakritzblöcke. So was habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Also so ein riesen Block schwarzes Lakritz, reines schwarzes Lakritz. Und also so ein richtiger Bruch. Und er sagte dann, der Arbeiter hatte mir das dann so ein bisschen erklärt. Und das roch auch gut. Sagt er, hier möchtest du mal probieren. Da hat er mir so ein kleines Stück original richtigen Lakritz in die Hand gegeben und ich hatte das dann reingenommen, war sehr stark, aber war auch sehr, sehr lecker. Also wenn ihr noch diese Spunk-Lakritze kennt, die sind zwar so ähnlich, aber das, was ich da hatte, war noch deutlich kräftiger im Geschmack. Das mag den einen oder anderen echt abschrecken. Also mir hat es wirklich sehr, sehr gut geschmeckt. Und das war doch wirklich eine interessante Erfahrung. Und dann kam man noch an und sagte, Mensch, du hältst ja was aus. Man hatte dann so eine kleine Schaufel. Ich dachte erst, das wäre Zucker, weil er hat ja auch kein, nicht so richtig gut Deutsch gesprochen. Und sagte, hier. Und dann habe ich so dran gehauen, ich denke, was ist das denn? Und dann, so, mir das so aufgenommen. Und dann war das reines Salmiak. Und das hat mich dann wirklich schon so ein bisschen vom Hocker gehauen, weil das so reines Salmiak ist ja nun wirklich schon eine sehr strange Sache im Prinzip. Und das ist dann wirklich schon sehr interessant gewesen, dieses Salmiak dann auch mal selber mal probieren zu können, dieses reine Salmiak. Ja, und dann wird das natürlich auch noch mit einem Rezept, was sie mir natürlich nicht so verraten haben, was da noch mit drin ist. Es ist aber so, dass Oliver Twist, zumindest haben sie es mir gesagt, und dass, so wie diese Fabrik aussah, glaube ich das auch, dass sie dort keine chemischen Zusätze hinzufügen. Das heißt, wir haben die Ascorbinsäure als Konservierungsmittel und der Rest sind wirklich natürliche Zutaten, die auch in allen Lebensmitteln auch erlaubt sind. Und das roch da auch nicht nach Chemie oder so, sondern das roch wirklich schön auch nach natürlichen Zutaten. Ja, und dann wurde es höchst interessant. Dann kamen wir in die Abfüllanlage. Das heißt, wenn diese. Also es gibt ja diese zwei Herstellungsverfahren. Es gibt ja einmal für den Original, da wird ja die ganze Rolle dann einmal in der Soße getränkt. Und dann gibt es halt noch diese Verfahren, da wird das halt erst abgeschnitten, ne, in diese 1 cm großen Tabakpastillen. Und die werden dann ja mit Vakuum dann gesoßt. Das sind ja halt diese zwei verschiedenen Dinger. Das habe ich jetzt noch vergessen, dass die auch noch geschnitten werden. Ja, ist ein bisschen viel Input gewesen. Ich versuche das Beste jetzt gerade rauszuholen. Also deswegen entschuldige, wenn ich so ein bisschen durcheinander komme. Und ich bin immer noch wirklich höchst begeistert davon. Und deswegen versuche ich euch das so ein bisschen jetzt zu erzählen. Ja, und wie gesagt, das mit diesem, mit diesen Rollen, das ist dann halt so eine Schneidemaschine, das ist jetzt gar nicht so was Aufregendes. Das heißt, dieses Band läuft da durch und dann wird halt immer in 1 cm Stärke diese Pellets dann halt, ich nenne es mal, oder Pastillen, werden dann halt rausgemacht. Die sehen in der Rohvariante aus wie diese Heizungspellets. Ne, die sind ein bisschen braun einfach nur und also sieht jetzt gar nicht so, sieht unscheinbar aus, ist wirklich wie diese Heizungspellets. Wer ein oder andere, wer Pellets halt, der weiß ungefähr, wie die aussehen. Genauso sehen die auch aus. Und ja, und dann kommen wir in die Abfüllanlage. Das heißt, bei Oliver Twist ist das ja so, wenn ihr Packungen davon habt und ihr das erste Mal aufmacht, haben wir das ja so, dass wir hier so eine Vakuumpackung haben. Was denn sehr schön eigentlich ist, weil die dann wirklich noch schön einvakuumiert sind und quasi ewig haltbar sind. Na, wir haben das hier und das ist dann ungefähr so, müsst ihr euch vorstellen. Das sind so, die sind halt verpackt, werden dann vakuumiert. Und das ist dann so eine riesen lange Kette. Also die sind quasi, ich zeige das hier nochmal am anderen. Die machen halt immer nebeneinander. Die sind also wirklich dann miteinander noch verbunden und werden dann in der Maschine erst abgeschnitten. Also das sind dann quasi so eine ganz langen Rollen. Nur davon und die werden dann abgeschnitten und dann kommen sie halt in diese kleinen Packungen rein, in diese kleinen Döschen rein und werden dann auch beklebt und halt natürlich auch für die unterschiedlichen Länder natürlich beklebt, da ja das so ist, dass bei Oliver Twist für jedes Land oder wie es halt bei Kautabak generell ist, dass natürlich jedes Land seine eigene
Das hat natürlich jedes Land seine eigene Aufschrift und einen eigenen Warnhinweis. Und das ist natürlich bei Oliver Twist dann auch so, sodass sie das dann halt natürlich für das jeweilige Land denn dort auch raufdrucken müssen. Da hatte ich mal gefragt, ich sage, Mensch, seid ihr denn auch schon mal durcheinander gekommen? Also das ist natürlich, dass man denn jetzt mal sagt, okay, man hat hier jetzt die Sorte Original, macht aber einen Arktik-Aufkleber rauf. Dann sagt er, ja, ja, klar, das ist auch schon oft passiert. Und das ist natürlich dann auch ein bisschen schwierig. Ja, dann hat Oliver Twist auch noch eine große Qualitätskontrolle. Das heißt, sie röntgen auch in die Tabakpellets hinein und auch in die Verpackung, um zu gucken, ob dort irgendwelche Maschinenteile drin sind, was ich jetzt so gar nicht erwartet hätte. Also es war mir wirklich ein neues Verfahren, dass da wirklich auch nochmal geguckt wird, ob in den Verpackungen auch noch irgendwie Schmutz drin ist oder irgendwelche Maschinenteile drin sind. Was durchaus wirklich sehr positiv eigentlich finde, sodass dort halt auch wirklich sicher gegangen wird, dass dort halt nichts passiert. Ja, das war mir. Ja, und dann zu der Verpackung, also das ist wirklich cool. Also es hatte immer gefragt, ja, wie viele Dosen werden denn so täglich hergestellt? Und er sagte dann, dass sie so 30.000 Dosen pro Tag dann befüllen können, was ich auch schon eine enorme Zahl finde. Ich habe mir das wirklich mal angeguckt. Also das ist wirklich ein Traumland gewesen, weil wirklich so eine ganzen großen Schubladen voll nur mit Oliver Twist Produkten für die einzelnen Länder halt auch gemacht werden würden. Es gibt ja Oliver Twist in mehreren verschiedenen Ländern, unter anderem ja auch in den skandinavischen Ländern oder auch tatsächlich in Amerika. Und es gibt auch eine Sorte, die ist nur in Amerika erhältlich, und zwar ist das Wintergreen. Und da wurde ich natürlich ganz neugierig, weil ich ja auch schon Wintergreen auch schon von Sander und von Pöschel, dem Schnupftabak, kenne. Und da habe ich gesagt, ob ich da mal dran riechen kann. Und ja, ja, klar und so. Und dann waren die doch so nett und haben mir dafür mal eine Probepackung mitgegeben. Also das ist wirklich, werden wir auch nochmal genau reviewen. Also es ist hier wirklich der originale Wintergreen. Man sieht hier hinten ist noch niemand links drauf. Und das haben sie mir dann wirklich mal einmal mal so mitgegeben. Und das werden wir uns auf jeden Fall auch nochmal anschauen. Was wirklich auch vom Geruch her schon klasse ist, aber das kommt im nächsten Video, wenn wir uns den Wintergreen nochmal genau ansehen. Ja, und das war dann so durchweg die Produktion. Wir hatten uns dann noch so ein bisschen über so ein paar Kleinigkeiten unterhalten und ich hatte dann noch so ein bisschen auch noch die Chance, nach der Führung mich so ein bisschen mit den Leuten, auch mit den Mitarbeitern auch so ein bisschen zu unterhalten. Und wie gesagt, es ist ein richtig relativ kleines Unternehmen, 15 bis 20 Mitarbeiter. Und wie gesagt, das ist sehr klasse, wie auch so die Arbeitsmoral ist. Also ich weiß jetzt nicht, ob es nur dran lag, wenn ich da war, aber ich gehe auch mal davon aus, weil es sehr authentisch rüberkam, dass das dort auch so ist. Also die Leute haben wirklich Spaß auch an ihrer Arbeit und sind wirklich auch stolz auf ihr Produkt. Und das ist das, was mich auch wirklich sehr fasziniert hat. Also es ist wirklich weg groß von dieser großen Mainstream-Manufaktur, wie zum Beispiel jetzt bei großen deutschen Firmen. Überall wird mit Druck gearbeitet und mit Zeitarbeitern gearbeitet. Bei Oliver Twist ist das nicht so. Da wird sich wirklich für dieses Produkt auch Zeit gelassen. Und das finde ich wirklich klasse noch. Also das ist wirklich, wirklich eine, man kann gar nicht sagen, dass es eine Fabrik ist, sondern das ist wirklich eine Manufaktur. Ich sage es immer wieder ganz gerne, weil das war wirklich sehr beeindruckend, das auch zu sehen, wie die Leute da auch mit Freude an der Arbeit bei sind. Und das ist wirklich ganz, ganz klasse. Also das ist wirklich sehr, sehr toll. Ja, das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Ja, und dann hatte ich natürlich, weil ich ja auch ein bisschen cash und frech war, habe ich natürlich auch ein paar Fragen gestellt bei Oliver Twist. Ich fragte dann natürlich gleich so eines der ersten Fragen. Ich sagte so, ja, Mensch, ihr habt ja noch die anderen Sorten, so Black und Eukalyptus und unter anderem dann auch Wintergreen, wo ich dann natürlich gleich fragte für euch auch, ja Mensch, warum können die Produkte nicht in Deutschland hergestellt werden? Gibt es da nicht eine Chance, dass wir das vielleicht auch nochmal kriegen? Und darauf war das eigentlich eine sehr offene Antwort, die dann auch sagt, ja, es wäre im Prinzip natürlich auch kein Problem, die auf den deutschen Markt zu bringen. Das Problem liegt nur daran, die Nachfrage ist nicht so groß. Es ist ja bei uns Europäern so dieses Wintergreen-Geschichte, die ist ja hier überhaupt nicht verbreitet. Die ist natürlich in den USA verbreitet, aber in Deutschland ja nun überhaupt nicht. Und es riecht auch wirklich so ein bisschen nach diesem Zahnarztgeruch. Das muss man ganz klar sagen, aber dennoch ist es ein toller Geschmack im Mund und ich bin da auch wirklich begeistert von. Das werdet ihr auch in dem nächsten Video mit dem Wintergreen Review auch nochmal sehen.
Und sie sagten halt, ja, das ist natürlich ein bisschen schwierig und sie müssen ja auch immer eine gewisse Menge dann auch produzieren. Und diese gewisse Menge müssen sie natürlich auch loswerden. Das heißt, es ist natürlich ein Risiko da, so eine Sorte dann auch auf den europäischen Markt zu bringen. Und ich sagte dann, ja, wie wäre das denn, wenn die Nachfrage groß genug wäre? Ja, dann wäre das in der Regel eigentlich kein Problem, das dann auch zu machen. Und das fand ich dann schon relativ schön, dass man dann auch mal die Chance hat, vielleicht, Leute, also da seid ihr auch gefragt, wenn ihr mal Interesse habt an den anderen Produkten, dort einfach schreibt sie einfach an und sagt, Mensch, na, wir würden gerne mal den Wintergreen probieren, na, können wir den hier nicht mal in Deutschland rausbringen. Auch Snuff Store kann den nicht anbieten, weil der ist wirklich nur für die USA. So andere Sachen in den europäischen Raum, wie der Black, der ja meistens für die skandinavischen Länder ist, genau wie der Eukalyptus, da ist es nicht ganz so schwierig, aber bei dem Wintergreen, das schafft selbst der Snuff Store nicht, den irgendwie noch aus den USA wieder zurück importieren, weil auch die Warnhinweise einfach ganz anders sind als hier bei uns in Deutschland. Ja, das dazu. Dann hatte ich natürlich noch die Frage gestellt, ich sage, Mensch, habt ihr denn auch schon mal überlegt, nun ist das ja dieses große Entkommen, mit diesen Chewing Bags, die es ja schon seit längerem gibt. Und ich sagte so, Mensch, wäre das auch nicht mal eine Idee für euch, auch dort mal auf dem Zug raufzuspringen. Und da sagten sie, dass das so eine Sache ist, weil Oliver Twist ist ja nun die einzigste Kautabakmanufaktur, die es jetzt in Dänemark noch gibt. Und es wird auch bald in Europa, beziehungsweise nicht in Europa, in England gibt es auch noch welche. Aber so wie ich das rausgehört habe, ich will jetzt gar nicht so unbedingt näher ins Detail gehen, aber das Oliver Twist wird wahrscheinlich in Zukunft so die einzigste Kautabakfabrik hier, oder eine der einzigsten Kautabakfabriken bleiben. Und das ist natürlich immer so. Wir haben ja das Problem, wie hier wird Tabak verkauft und das ist ja auch immer nicht ganz gesund. Und man muss jetzt auch dazu sagen, dass natürlich die Regierung immer hinterher sind und sowas möglichst gar nicht, gerne auch immer mal verbieten. Und bei Oliver Twist ist es so, die sagen, okay, wir halten uns das da lieber raus, weil das ist uns ein bisschen zu heikel. Weil wenn wir sowas raufbringen, dann fallen wir halt doch ein bisschen zu doll auf. Und dann wird halt irgendwann gesagt, okay, jetzt dürft ihr aber auch nicht mehr den gedrehten Tabak verkaufen. Was natürlich nicht die Schuld von Oliver Twist ist, sondern eher auch wirklich von der Regierung. Also da wird schon den Arg auf die Finger geschaut. Und das ist dann dort auch wirklich ein bisschen schwierig, das dann auch noch mit umzusetzen. Und das kann ich auch verstehen. Also wenn ich wirklich, sag ich mal, so ein relativ, zwar der Einzigste bin, aber ein kleines Unternehmen bin, und das ist dann schon ein großes Risiko. Und da würde ich dann auch sagen, okay, da würde ich dann auch lieber die Finger von lassen. Ja, dann hatte ich so gefragt, Mensch, wie sieht denn das aus mit der Snooze-Geschichte, da sagten sie das Ähnliche wie bei dem Kautabak. Ich hatte auch gesagt, habt ihr schon mal einen Snooze hergestellt oder vielleicht auch mal einen Schnupftabak. Aber auch da wurde mir dann gesagt, dass halt Oliver Twist, wie gesagt, erstmal lieber bei den Kautabak-Pastillen bleiben will, weil die laufen schon seit Jahren und damit sind sie erstmal auf der sicheren Seite, weil es könnte irgendwann auch immer mal gerne schnell kippen, sowas. Und dann wäre das halt komplett verboten und das würde dann natürlich auch das ausbedeuten für diese Firma. Schade, dass ich denke mal nicht, dass Oliver Twist davon, sag ich mal, jetzt sagt, nee, damit wollen wir, also jetzt nicht sagt, das würden wir gar nicht wollen, sondern ich glaube, dass sie einfach so ein bisschen auch die Problematik da sehen, dass das dann auch irgendwie dann Probleme geben könnte, wenn sie sowas herstellen. Schade drum, hätte mich sehr gefreut, aber gut, so ist das nun mal und ist aber auch okay. Ne? Ja, dann hatten sie mir auch ein paar Fragen gestellt und es wird sich auch definitiv im Sortiment von Oliver Twist was ändern. Das kann ich jetzt noch nicht genauer erzählen, da hat man mich darum gebeten, noch nicht so viel von erzählen. Aber das werdet ihr auf jeden Fall als erstes dann auch bei mir sehen. Das war mir dann auch wichtig. Es wird auf jeden Fall auch sich viel ändern, so ab Mai, Juni nächsten Jahres, auch von den Verpackungen her. Es wird auch andere Verpackungen geben, einfach weil sich die Gesetzeslage mal wieder ein bisschen geändert hat. Ich konnte mir das auch schon mal ein bisschen angucken und sah sehr interessant aus, war jetzt auch gar nicht schlecht. Und aber das werdet ihr dann im nächsten Jahr sehen, wer Oliver Twist gerne nimmt, dem wird das dann auf jeden Fall auch auffallen. Und es wird auch was Neues dazukommen.
Wie gesagt, aber da verschließe ich noch den Mund. Aber das werdet ihr dann sehen und ihr werdet es auf jeden Fall auch auf diesem Kanal dann rechtzeitig sehen. Freue ich mich übrigens schon sehr drauf. Gut, ansonsten habe ich da wirklich einen tollen Eindruck auch mitnehmen können. Und ich möchte jetzt auch bitte, dass ihr jetzt nicht denkt, okay, die haben dem irgendwie einen 500er zugeschoben und damit er dann das so ein bisschen toll erzählt. Nein, das war nicht der Fall und ich würde das, ne, also nicht, dass ihr denkt, dass ich da jetzt irgendwie einen 500er zugesteckt habe, zugesteckt bekommen habe oder so. Nein, also das habe ich natürlich nicht. Und damit ich das jetzt hier so toll erkläre, nein, das möchte ich auch gar nicht. Das wäre mir auch nicht wert, weil dann auch meine Authentizität verloren gehen würde dabei. Das wäre ein bisschen schade und das möchte ich nämlich nicht, weil ich werde jetzt nicht nur Oliver Twist reviewen, ich werde sicherlich auch Schnupftabake und auch Snooze und Chewing Bags und was das alles gibt, natürlich weiterhin auch reviewen und werde auch meine Meinung dazu abgeben. Nur, wie gesagt, ich hatte jetzt wirklich mal die Gelegenheit, auch mal hinter die Kulissen zu gucken und das war für mich wirklich eine ganz klasse Erfahrung und ich denke auch, man sollte das auch so ein bisschen unterstützen, weil es gibt nicht mehr viele Kautabakhersteller. Diese alt traditionellen Sachen sind alle wegverbannt worden, nachdem die Zigaretten hier populärer wurden in Europa. Und ich finde das halt einfach nur trotzdem noch klasse, dass diese Firma sich trotzdem immer die ganzen Jahre wirklich gehalten hat und auch wirklich ein ganz, ganz toll qualitatives Produkt hergestellt wird. Bei vielen ist es ja so, man ist ja am Anfang ein bisschen abgeschreckt, dass man sagt, okay, oh, 7 Gramm kostet schon 4 Euro. Der Preis ist wirklich gerechtfertigt. Das muss ich ganz klar sagen. Nachdem ich das gesehen habe, hätte ich sogar fast gesagt, warum nehmt ihr nicht 5 Euro dafür? Weil wir haben hier wirklich Handarbeit und das Tolle ist, es ist auch nicht so, dass dort, sag ich mal, die Arbeiter auch schlecht behandelt werden. Ich kenne das ja, ich habe ja selber mal in der Zeitarbeitsbranche gearbeitet und in der Produktion und da weiß man ja, oh Gott, was da abgeht. Das ist bei Oliver Twist auf jeden Fall nicht so der Fall. Also ich habe da keine Zeitarbeiter gesehen oder sonstiges, sondern alles fair und fest angestellte Leute, die auch wirklich seit Jahren dort schon arbeiten und ihrer Arbeit auch wirklich gerne nachgehen. Also das hat mich dann eigentlich schon fast am meisten beeindruckt, jetzt mal von der Produktion, dass dort wirklich ein absolut lockeres Betriebsverhältnis herrscht. Also total klasse. Ja, also wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht gekauft worden von Oliver Twist und sie haben mir auch nicht einen ganzen Karton voll Proben gegeben oder wie auch immer. Nein, ich möchte das auch eigentlich, wie gesagt, nicht unbedingt, weil, wie gesagt, ich versuche das neutral den Leuten auch zu erzählen hier auf dem Kanal und deswegen kann ich sowas nicht gebrauchen, dass ich mich jetzt völlig abhängig von einer Firma machen sollte. Das ist Quatsch. Aber wie gesagt, dennoch war es eine tolle Erfahrung, sich das mal anzugucken. Ja, das war jetzt mal so ein bisschen in der Zusammenfassung, so dieser Trip nach Odense. Ich hoffe, dass ich vielleicht irgendwann in geraumer Zukunft nochmal dorthin kann, gerade um das mit dem vorderen Video nochmal nachzuholen. Weil es doch wirklich sehr höchst interessant ist. Ich will mal gucken, was in der Zukunft da noch bei rüberkommt. Also wir haben auf jeden Fall engeren Kontakt und ihr könnt natürlich auch, wenn ihr Fragen habt, gerne an Oliver Twist schreiben. Ich schreibe auch nochmal die Internetseite mit Kontaktformular auch nochmal unten in die Beschreibung mit hinein. Und dort könnt ihr das dann auch nochmal nachlesen. Und ich hoffe, dass ich euch vielleicht beim nächsten Besuch, wenn ich dort nochmal hin darf nach Odense, weil so ganz so weit ist es von mir nicht, dass ich euch dann vielleicht nochmal ein bisschen mehr mitbringen kann. Vielleicht auch nochmal ein paar Fragen so nochmal direkt an den Leuten mit der Kamera stellen. Ne, aber wie gesagt, die sind halt im Moment noch so ein bisschen scheu. Aber es ist überhaupt schon mal ein guter Weg, dass sie da wirklich schon mal, sag ich mal, die Türen für den Außenstehenden geöffnet haben. Und ich da wirklich auch eine Chance hatte, den Leuten auch was zu fragen. Und die hatten mich dann auch ein bisschen was über meinen Kanal gefragt und wie ich denn dazu gekommen bin und so. Und ich sagte dann, ja Mensch, das war eigentlich nur eine Schnapsidee. Und dass das jetzt so groß ausufernd ist, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also bestes Beispiel heute, ich habe schon wieder Bände gestaunt. Also ich habe denen das am Freitag, habe ich denen meinen Kanal dann auch nochmal gezeigt.
da bei denen auf dem Computer und dann sah ich um 325 Abonnenten, da waren sie schon mal total fasziniert, weil als sie mich angeschrieben haben, hatte ich gerade mal 60 Abonnenten und jetzt bin ich schon mal 325 und vorne habe ich reingeguckt, 332 sind oder 330 sind wir jetzt, glaube ich. Also das ist, haut mich manchmal selber vom Hocker, dass ich mittlerweile in so kurzer Zeit so viele Abonnenten habe. Ich habe gerade vor einer Woche erst das 300er Special gemacht und jetzt habe ich schon wieder 30 Abonnenten mehr. Also das hätte ich so niemals erwartet. Ich meine, ich freue mich natürlich darüber und deswegen tut mir das eigentlich jetzt auch so leid, dass es mit dem Video jetzt nicht ganz so nach meinen Vorstellungen geworden ist. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht gelangweilt, wie ich das erzählt habe. Ich habe das versucht, so schön wie möglich zu erzählen. Ich habe auch noch ein kleines Buch mitbekommen. Das ist sehr interessant. Das an der Stelle will ich das auch nochmal zeigen. Und zwar ist das Altes Handwerk und neue Zeiten. Und das ist quasi so zum Jubiläum rausgekommen, ist ein bisschen älter, das Buch, 10 Jahre, aber das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch und da steht wirklich ganz, ganz viel Tolles, auch auf Deutsch, ist eine deutsche Ausgabe, über Oliver Twist drin. Und da würde ich euch raten, wenn euch das wirklich mal interessiert, einfach mal anschreiben, die von Oliver Twist, und mal fragen, ob man dieses Buch irgendwie noch bekommen kann. Weil da steht durchaus großes vieles an interessanten Sachen drin. Wir haben hier nochmal genau detailliert Bilder auch von der Produktion, wie man das hier gucken kann. Man sieht hier, so sieht das dann aus, wenn Sie das mit dem Tappen rollen, was doch wirklich höchst interessant ist. Auch über die Sorten wird hier noch ein bisschen was drüber erzählt. Ich habe da jetzt so ein bisschen das leicht überflogen. Ich wollte mir das auf jeden Fall aber nochmal genau durchlesen. Ich hatte jetzt nur wegen dem Umzug, wie gesagt, noch nicht so viel Zeit. So ist es übrigens, sieht die Kabelrolle dann aus mit dem gerollten Tabak. Und wie gesagt, hier sind dann diese Rob- oder diese Pastillen, ne, die kennt ja jeder, ne, sehen wirklich aus wie diese Heizungspellets. Kann man nicht anders sagen. Ja, hier sind sie nochmal in der ungesoßten Form. Das sind also wirklich, sieht aus wie diese Pellets. Ne? Genau. Und das ist ein sehr interessantes Buch, hier steht sehr viel drin. Wie gesagt, ich habe es mir noch nicht ganz durchgelesen, aber das ist wirklich eine sehr interessante Geschichte. Und da würde ich einfach mal die netten Herren von Oliver Twist anschreiben. Und ich denke mal, dass die euch bestimmt sicherlich auch sowas dann bestimmt nochmal zukommen lassen. Ja, das soll es dann auch gewesen sein. Wir sehen uns morgen wieder. Schon. Ich habe das jetzt alles übers Wochenende auch mal so ein bisschen verdaut. Wir starten, ich habe es Freitag, wie gesagt, nicht mehr geschafft mit dem Video. Wir starten morgen wieder ganz normal. Zwar ist es dann hier noch diese Umzugswoche, also die letzte Woche, wo hier gedreht wird, weil ab der übernächsten Woche bin ich dann schon in der neuen Wohnung. Das kann auch noch so ein bisschen zur Holper reinkommen, dass ich jetzt nicht unbedingt immer gleich ein Video hochladen kann. Da sind meine Möglichkeiten dann doch auch ein bisschen begrenzt. Seid also deswegen nicht böse, bitte. Ich versuche das hinzukriegen, dass wir das wirklich so in unserem Rhythmus weiterhaben. Und wir werden uns im nächsten Video auf jeden Fall erstmal um Oliver Twist nochmal kümmern. Und zwar möchte ich euch auf jeden Fall diese Wintergreen-Sorte auf jeden Fall nochmal ganz genau vorstellen. Und dann machen wir weiter mit dem Snooze. Da habe ich jetzt noch 2. Und dann geht das nachher wieder zum Schnupftabak über. Und dann muss ich jetzt, weil wie gesagt, jetzt kann ich nicht mehr bestellen wegen dem Umzug. Das schaffe ich zeitlich nicht und das kommt dann auch nachher hier an und dann bin ich gar nicht mehr hier. Das werde ich dann in der neuen Wohnung bestellen. Da wird es dann aber auch noch ganz, ganz tolle neue Sachen geben. Unter anderem kommen wir ja der Weihnachtszeit ein bisschen näher und da werden wir dann gucken, dass wir da auch ein bisschen weihnachtliche Sachen dann präsentieren. Apropos Weihnachten, ich habe auch Oliver Twist mal gefragt, das hatte ich schon wieder vergessen, warum. Weil die Dänen und die Skandinavier sind ja immer so weihnachtlich angehaucht und ob es gar keine... und ob es hier gar keine weihnachtliche Sorte gibt. Und da sagt man, das ist natürlich auch immer so risikobereit, weil es halt nur, wie gesagt, für diesen einen Monat denn wäre. Aber dann vielleicht eine Winteredition hatte ich dann vielleicht mal vorgeschlagen. Aber das wird sich alles zeigen. Ich hatte auch tatsächlich nochmal den Vorschlag gemacht, das habe ich einfach ganz frech mal so gefragt. Ich sage, wie wäre es denn, wenn ihr nicht diese kleinen Mini-Pellets macht, sondern so eine, es gibt ja die Marshall-Schnecke von Grimm und Triebel, die haben wir auch schon reviewt. Und wenn man so ich stelle mir so Oliver Twist in so einer Marshall-Schneckenform vor und dann kann man sich selber die Länge des Prims machen und kann sich den reinstecken. War auch mal eine Idee. Vielleicht kommt das ja irgendwann mal, da würde ich ja wirklich lachen drüber. Aber ansonsten, Oliver Twist bleibt erstmal so,
wie es ist. Finde ich auch gut. Und es lohnt sich auf jeden Fall, wer es noch nicht probiert hat, das auf jeden Fall mal zu probieren. Es ist wirklich ein Qualitätsprodukt und ich bin da wirklich sehr begeistert von gewesen, nachdem ich auch diese Produktion wirklich mal sehen konnte. Es ist wirklich ganz klar zu empfehlen. Gut, mehr will ich auch heute Abend nicht reden. Ich denke mal, das Video hat sowieso schon Überlänge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören und wir sehen uns ganz normal am Morgen wieder. Und zwar kommt da das nächste Video und wir kümmern uns dann um den Wintergreen. Also, bis dahin. Tschüss! Habt noch ein schönes Restwochenende und einen schönen Start morgen in die Arbeit. Bis morgen. Tschüss!